Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zurück beim Zock auf dem Retro-Mac mit Prince of Persia Teil 2. So, ich habe hier das Spiel geladen, ich habe direkt mal pausiert, weil da kommt ja schon wieder eine Schlange an. Mal gucken, ob ich die Steuerung noch drin habe. Ist jetzt eigentlich nicht wirklich lang her, seit ich gezockt habe. Oh, ich sehe gerade was. Hier ist so ein Loch, oder? Könnte es eventuell helfen? Ist wahrscheinlich eine blöde Idee, aber ich würde gerne mal probieren, was passiert, wenn ich mich hier hinstelle. Ob die Schlange dann vielleicht in das Loch reingeht? Keine Ahnung. Ansonsten sterben wir gleich. Oder wir zücken schon mal unser Schwert, warum eigentlich nicht? Können uns zur Not verteidigen eventuell. Und ja, ansonsten können wir neu laden. Oh, mal gucken, mal gucken. Nö, das interessiert ihn nicht so. Okay, ich bin natürlich interessanter als dieses blöde Loch, das sehe ich ein. Hier geht's aber nicht weiter. Nö. Gut. Aber gut, dass wir mal geguckt haben, natürlich. Ne? Der Vollständigkeit halber. So. Ansonsten, wir sind immer noch in diesem blöden Abschnitt hier, in diesen, in diesen komischen blauen Leveln, die mir wahrscheinlich noch genug Kopfzerbrechen bereiten werden. Ach, guck an. Guck an. Da ist etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das denn hier weitergeht in diesen Leveln. Ich habe da so eine Vermutung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran. Das hier ist nur eine normale Flasche. Ja, ich wollte schleichen. Wie gehabt. Säuft er sich dann natürlich erstmal ein. Aha, da könnten wir irgendwie runter hier. Ich meine mich zu entsinnen, dass es hinterher ein bisschen besser wird eigentlich in den nächsten Abschnitten. In den nächsten Abschnitten, was so die Gegner angeht und so. Ich finde die so furchtbar nervig hier, vor allem die Köpfe natürlich. Hat man gar nicht gemerkt in der letzten Aufnahme, ne? Ja, naja, mal gucken. Irgendwie müssen wir hier durch, so hier aber nicht. Aha, haben wir das schon mal festgestellt. So, da könnten wir auch irgendwie durch, natürlich, natürlich. Merkt ihr, wie vorsichtig ich bin? Mhm, okay. Da könnten wir auch irgendwie entlang. Ich vermute hier irgendwie hinter jeder Ecke den Tod. Aha. Oh, das ist aber saugefährlich. Das ist saugefährlich. Kommt die Schlange eventuell bis hierhin? Wieder dieses komische abgebrochene Brotmesser, da ist auch schön. Weil da ist natürlich eine Guillotine, unter der ich mich hier vielleicht durchschleichen könnte, aber die Schlange, die ist jetzt zu nah dran. Wir würden direkt sterben. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Mm-mm. Eventuell sollten wir dann doch besser hier runter. Ja. So, und lass mich raten, wenn ich jetzt hier nach rechts gehe, okay, da ist auf jeden Fall ein Schalter. Das ist schon mal ganz interessant. Aha, für dieses Tor. Das müssen wir auch machen. Oh, vorsichtig, Junge. Alter. Und auf den Schalter da unten weiß ich nicht, ob ich unbedingt treten will. Oh, das ist ja knapp. Alter, ist das knapp. Ach so. Na ja, gut, dann können wir auch den hier mal ausprobieren. Macht aber nichts, ne? Mhm. Eine große Flasche. Oh. Ob wir irgendwie durch dieses... Ich komme jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Ich komme jetzt nicht mehr zurück nach da oben rechts. Ah, so. Ja, dann haben wir keine große Wahl. Dann würde ich vielleicht mal warten, bis der Kopf da rechts ist. Oder so. Ja, so ist eigentlich optimal. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Alter. Der hat sich halt wehgetan durch den Sturz und dann bleibt er da erstmal hocken, weißt du? Ah, da kann ich nichts gegen machen. Außer wir werden angegriffen, dann ist er auf einmal hier ready, ne? Aber dann war es schon zu spät. Ich will diese Flasche haben, aber vielleicht nicht unbedingt durch das Runterfallen hier, sondern eventuell kommen wir irgendwie durch dieses Loch da. Das könnte ein bisschen effizienter sein. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde natürlich, ja, wieder neu laden. Und die Schlange können wir da eigentlich auch in Ruhe lassen, ne? Ist mir irgendwie so ziemlich Wumpe eigentlich. So. Mhm. Hier nach rechts müssen wir nicht unbedingt. Hier halte ich mich mal besser fest. Jaha. Jaha. Ja, und gut, da, wir könnten es auch da probieren, theoretisch. Ich will aber diesem Tor eventuell nochmal eine Chance geben. Was ist denn, wenn wir den Schalter drücken und direkt so zurückgehen? Guck mal, da haben wir doch Zeit gespart, wa? Der dürfte jetzt aufstehen, danke. Okay. Ich konnte da nicht gut abspringen. Na gut, dann probieren wir es eben hier nochmal. Was soll's. So, aua, genau, steh auf. Ja, dreh dich um.
Es geht so schnell. Na gut, probieren wir es nochmal mit dem Tor, aber diesmal vielleicht ein bisschen schlauer. Ein bisschen schlauer abspringen. Das könnte helfen, eventuell. Mal gucken. So, hier, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Einmal so und einmal so. Ob das hier auch besonders schlau ist, diesen Stein irgendwie runterzuwerfen auf diesen Schalter hier? Vielleicht hilft es ja irgendwie. Ansonsten wäre das vielleicht auch ein Knopf, der das Tor zumachen würde. Hier, wenn ich vielleicht von hier aus abspringe. Ja, das geht. Bleib hocken. Alles klar. Oh, Ziegerschwert. Was? Ich wollte gerade sagen, oh, ich muss hier wieder den richtigen Rhythmus finden, was ich trotzdem noch tun werden muss. Ja, genau, richtig. Aber der ist einfach an der Wand zerschellt. Okay, warum eigentlich nicht? Und was ist das hier für ein Loch? Sollen wir nochmal gucken? Ich war ganz perplex, dass er da... Oh, es geht nirgends hin. War ganz perplex, dass er da an der Wand zerschellt ist. Aber okay. Okay, von mir aus. Was ist das für ein... Was ist das für ein Tor, das da eben auf und wieder zuging? Lass mich raten. Ich hätte jetzt geraten, dass dieses Tor zugeht, wenn wir diese Steine da fallen lassen, aber nö. Nee, scheinbar nicht. Ist das eine gute Idee? Wenn wir weiter nach rechts gehen, dann könnten wir vielleicht... Komm, wir probieren es mal. Wir müssen es eigentlich mal probieren. Wenn wir weiter nach rechts gehen, dann könnten wir zu diesem Loch kommen. Ja. Ja. Das uns zu dem Kollegen führt, wa? Und zu der großen Pulle, die hätte ich schon gern. Das müssen wir eigentlich mitnehmen. Aha. Hier ist er doch, ne? Oh. So sieht er uns nicht, aha. Ich würde natürlich gern warten, bis er da möglichst weit rechts ist. Langt das? Also in das Loch wird er nicht reinkommen, das glaube ich nicht. Genau, nach oben. Der hat irgendwie ein totales Random-Muster, ne? Also kein Muster. Was ist ein Random-Muster? Keine Ahnung. Ja, jetzt vielleicht noch nach oben. Wenn es denn überhaupt was nutzt, wenn er da weiter oben ist. Ich trau mich nicht. Es ist zwar Zeitverschwendung, eventuell müssen wir es nochmal probieren dann. Um Zeit zu sparen. Ist aber auch eine Glückssache. Alter, wie der hier vor dem Loch rumschwebt. Kannst ja keinem erzählen. Das ist natürlich ein bisschen albern. Der verpisst sich auch nicht. Ja, so vielleicht. Ah, ich kann aber nicht schnell aufstehen. Ja, gut. Und hier ist ein Schalterchen, aha. Ob der irgendwie relevant ist für irgendein Tor? Also hier ist auf jeden Fall kein Loch. Gut, ist auch Wumpe, ob man jetzt hier... Health verloren hat, kriegt's direkt wieder, ne? Und ich will mal hoffen, dass er jetzt hocken bleibt. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Oh! Liegen eher. Ah! Wie gemein ist das denn? Wird das hier etwa der Knopf sein für das Tor? Nein! Das kannst du auch keinem erzählen. Da komme ich nicht hoch. Aber definitiv nicht. Ist das hier echt eine Falle? Oder hätte man den... Nee. Ich wollte gerade sagen, hätte man diesen Stein hier nicht runterfallen lassen dürfen, um hier irgendwie einen Schalter nicht zu drücken. Aber es sieht mir nicht danach aus, als ob da ein Schalter ist. Und der macht hier einfach nichts. Was? Ernsthaft? Ich sag mal so, es passt generell zu den Gemeinheiten in diesem Abschnitt hier, ne? Aber hier haben wir einfach keine Chance. Kann nicht die Maus hier uns irgendwie zu Hilfe eilen oder so, weißt du? Und wenn ich hier schleiche, ich mache noch einen weiteren Schritt, aber das wird uns erwischen. Er will schon nicht. Er will eigentlich nicht, aber wir machen es mal. Oh Gott. Ich sehe nicht, dass wir an den Knopf rankommen. Okay, lassen wir es halt mit dieser Pulle. Das ist ja echt blöd. Gibt es da echt keine Möglichkeit? Blöd. Ich meine mich zu entsinnen. Glaube ich jedenfalls.
dass man eigentlich relativ viele Pullen sammeln kann, so mit der Zeit. Hm. Aber ob man dafür echt in jedem Level was sammeln müsste? Keine Ahnung. Vielleicht finden wir ja irgendwo anders hier noch eine große Pulle, ne? So, dreh dich um, Junge. Hüpfen. Hinhocken. Ja, ja, komm, komm, weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Ja, sehr effizient. Sehr, sehr schön. So, und da können wir uns den ganzen Schlamassel hier sparen, glaube ich, wa? Heieiei. Ja, das gefällt mir alles nicht. Na gut, dann lassen wir das hier. Gucken mal weiter. Hm. Auf jeden Fall viel Zeit gespart. Das ist der Vorteil. So, und hier würde ich fast mal kurz auf die Schlangen warten. Ja, genau so. Und die zweite. Ja, gut. Mal gucken, ob es das war. Mit den Schlangen. Ich hoffe es mal. Und hier dürfte eigentlich auch kein Loch sein. Nee. Gut. Aha. Aha. Ja, der kommt ran. Und? Och, du, okay. Der kann einfach durchfliegen, ist klar. Natürlich. Wer hätte auch gedacht, dass es vielleicht mal fair sein könnte? Nee, nee. Hm. Oh, das ist saugefährlich. Kann ich hier vielleicht... Ich dachte schon. Also ich war mir sicher, dass die Platten runterfallen würden, aber nee. Gut, von mir aus. Hier ist auch wieder relativ wenig Platz. Ah, können wir ihn irgendwie... können wir ihn irgendwie ranholen? Ich warte nochmal eben. Nee. Er kommt nicht ran. Können wir ihn so locken? Nein. Die Platten irgendwie runterhauen? Nein, geht auch nicht. Oh. Das ist interessant. Hier, der müsste uns doch sehen. Hallo, ich wollte schon sagen. Oh, ist er nah dran. Nein. Wie gemein. Ja, ja, und komm schon. In Ordnung. Hatten wir hier... Nee, wir hatten hier nicht direkt irgendwie eine Flasche oder so, ne? Könnten ein bisschen weiter nach hinten gehen, also wieder zurückgehen. Uns was holen an Pullen, aber ich hoffe einfach mal, dass hier auch gleich was ist. Hm. Oh, oh, wie nice. Ja, guck, einer an. Dieses Spiel. Oh. Oder ist es so gedacht? Können wir aufstehen? Sehe ich nicht. Ich erinnere mich überhaupt nicht. Once this was a great city, ruled by a son of kings. He was slain and his palace laid waste by the armies of darkness. I died at his side. You were spared, my son. I gave you up that you might live. This was your father's sword. May it serve you well. Ist das Mama oder wie? Avenge us. Avenge us. Kriegen wir es jetzt doch? Das ist ja fancy. So, nun, ein bisschen in Geduld üben. Können wir jetzt? Ja, und wir sind sogar geheilt. Und wenn ich jetzt nochmal danach greife, dann funktioniert's auch. Yes, alright. Ja, geil. Geil, geil, geil. Dann haben wir wieder einen ordentlichen Piekser hier. Und können wir jetzt hier irgendwie nach links weiter oder so? Ja, oh, okay. Ja, so machen wir auch wieder Schaden. Aha. Ja, ist ein bisschen blöd hinter den Säulen. Ja. Mami, könntest du uns da vielleicht nochmal helfen mit unserem Helf? Egal. Cool. Oh Mann, da kommen bestimmt noch viel mehr. Da kommen garantiert noch viel mehr. Ja, natürlich. Hm. Wir bräuchten noch eine große Pulle, das wäre schön. Und yo. Und yo. Jetzt machen wir wieder eine komplette Flasche Schaden. Ne? Hier, die nehme ich auf jeden Fall mal. Nee, nicht so. Nicht so. Die nehme ich mal mit. Hier. Ha. Hm. So. Okay. Oh,
Die haben aber... Ah, die haben auch ein bisschen mehr Health. Ja, noch ein Dreier. Gut. Gut. Vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen... Ja, ja, ein bisschen weiter schlagen mit diesem Schwert. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. So, jetzt ist hier eine Tür offen. Ist das eine gute Idee, jetzt hier weiter nach links zu gehen? Okay. Aha, boah, die haben viel Health. Da muss das da bestimmt eine total wichtige Flasche sein oder es ist einfach nur Gift. Wir müssen es aber mal ausprobieren, Mann. Also, wenn nicht, dann halt nicht. Dann machen wir es nochmal. Aber, ich will es wissen. Und was ist das hier? Ist das ein Fels oder was liegt da? Liegt doch irgendwie ein halbes Skelett. Kann man da hoch? Kann man da irgendwie hoch? Ich will mal ganz kurz gucken. Bevor wir die, die Flasche nehmen. Hier, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Ah, da kommt man nicht hoch, ne? Hier ist doch schon das. Genau, genau, genau. Sehe ich nicht. Interessant. Spannend. Ja, komm, wir nehmen mal die Flasche. Sie wird uns direkt töten. 55 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ah, natürlich. Vielen Dank für nichts, weißt du? Gut, dann bitte sehr. Danke für nichts, auf jeden Fall. Das ist das Motto hier in diesem Abschnitt, glaube ich. Und die Zeit war jetzt okay, oder? Ich glaube, diesen Abschnitt müssen wir jetzt hier nicht nochmal machen. Würde ich sagen. 55 Minuten, das ist hier Level 9, ne? Level 9, speichern wir uns auf jeden Fall. Ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ja, komm. Wenn das hier, wenn uns das hält, dann gucken wir uns das mal an, was es hier gibt. Ein Gegner. Auf jeden Fall ein Gegner. Können wir denn? Können wir eigentlich nur hier unten mal gucken? Hoho, ja, so viel dazu. Wenn, dann müssen wir von da unten rein. Aber hier gibt es auch nur eine kleine Pulle. Also wirklich lohnen täte es sich jetzt nicht. Das glaube ich mal nicht. Wir haben inzwischen so viele Speicherstände. Ich müsste irgendwie mal ein Verzeichnis tun oder so. Damit ich ja nicht immer ganz nach unten scrollen muss. Naja, mit Mausrad ist hier ja nicht so, ne? Vor allem natürlich bei dieser alten Mac-Maus hier. Natürlich nur eine Taste. So. Das war nicht so schlau. Aber man kann es reparieren. Einmal so. Gut. Oh, kommt hier der nächste direkt? Nein. Hier dürfte eigentlich nichts wackeln. Ne? Nee. So, was macht die Schlange? Sie bleibt da stehen. Aha. Oh, okay. Sie bleibt da weiterhin stehen. Soll mir recht sein. Bitte sehr. Gucken erstmal nach unten und sterben direkt wieder. Nein, tun wir nicht. Aha. Na komm, wir warten mal kurz auf die Schlange, dann gucken wir da mal nach links. Oh, lup. Mit unserem langen Ding. Gucken wir die Schlange auch aus der Distanz. Antitschen. Durchtrennen. Und. Aha. Okay, was bringt's? Kommen wir hier nach oben? Hier raus? Nö. Hä? Was ist das denn für ein Trick? Vielleicht ist es auch so gedacht, dass man hier von links ankommt, dann das Tor aufmacht und hier stirbt. Das könnte sein. Vorsicht. Oh, Vorsicht, Junge. Naja, wenn die Schlange... Oh, wenn die Schlange hier rauskommt, aus ihrem Loch und da in den Tunnel direkt reingeht, dann hat man vielleicht ein Problem. Das könnte echt sein. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ah, ich glaube, ich weiß, was das für ein Abschnitt ist. Werdet ihr sehen, werdet ihr sehen. Wir erkunden hier erstmal. Wir beschäftigen uns erstmal hier mit den Leuts, damit die auch ein bisschen was zu tun kriegen. Und dann, oh je, ja, ja. Und dann wird es ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wie lang dieser Abschnitt jetzt hier war. Ich sollte mir... eigentlich gleich mal angucken, wie die ganzen Platten da oben aussehen, aus Gründen. Ich werde mir das aber nicht merken können. Das ist ein Problem. So, komm her, mein haariger Freund. Hier, soll ich dir ein Haargummi leihen?
Ich hätte hier eins. Oh. Aha. Ah. Hm. Gut, gut, gut. Ja, 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 ja. Hier haben wir nämlich einen Kumpel. So, und wie war es hier? Konnte man hier noch irgendwas machen? Hm, eine einsame Schlange in der Wüste. Ist irgendwie fancy auch, oder? Der Hintergrund? Eigentlich ganz schön. Ich will das jetzt mal wissen. Hier noch irgendwas machen konnte? Hier, hinter dem Stein ist bestimmt Gift oder so. Yes! Yes, tatsächlich. War noch was. Also kein Gift, sondern eine extra Flasche. Sehr schön. Und hier? Hier ist das Gift. Ne. Hä? Könnte man sich... Oh! 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 Schick! Ja, nice. Nice, nice, nice. Könnte man sich hier auch ein bisschen Zeit sparen. Wobei, gut, wir haben jetzt die Pulle geholt. Das ist eigentlich auch ganz gut. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob ich das hier überhaupt schaffe. Mhm. Ob wir das hier überhaupt überleben. So, genau, was ich sagen wollte. Ich sollte mir so ein bisschen merken... Weißt du was? Wir können ja mal kurz nach unten gucken. Wie die Platten da oben aussehen. Ja, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. So, so, ja. Da ist ein bisschen Abstand dazwischen. In Ordnung. Weil, ihr könnt es euch schon denken, wir müssen dann da oben entlang. Jetzt ist die Frage, müssen wir dann irgendwie mit Anlauf am Ende springen oder nicht? Ich weiß nicht. Wir probieren es mal aus. Ich würde jetzt gern ein... Zwischenspeicherstand machen irgendwie. Weil hier wird auch ganz viel wackeln bestimmt. Ja, 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 ja. So ist das. Das war ja gar nichts. Oh, das war ja... Ja, das war nichts. Vor allem können wir es, glaube ich, jetzt nochmal machen, weil ich werde da nicht rüberkommen, oder? Mit einem einzelnen Block hier, da kann ich auch keinen Anlauf nehmen. Ganz an den Rand? Ganz an den Rand, ja. Komme ich nicht mehr hin. Shit. Müssen nochmal laden. Ah, es ist ja nicht so gut. Andererseits, wir sind relativ schnell da. Ich glaube, das ist nicht so schnell. Ja gut, um die ganzen Leute hier müssen wir uns kümmern. Das ist richtig. Naja, naja, naja. Das hätte man effizienter machen können. Aber okay. Hier sind wir ja eigentlich schon, ne? Ja. So, Schlange, mach keinen Blödsinn. Können wir mal zur Sicherheit. Hm. Zur Sicherheit so machen. Ja, es sind hier irgendwie zwei Leute. Da holen wir uns hier eine Pulle. Dann probieren wir es nochmal. So, hier am Anfang kann ich also relativ weit laufen, bis ich springen muss. Dann ist die Frage. Ich muss mich kurz konzentrieren. Moment. Ja, es geht wesentlich einfacher mit dem großen Schwert. Hier sollte ich vielleicht gar nicht mit Anlauf springen, sondern einfach normal auf diesem mittleren Stein da rechts einfach abspringen. Ja, dann hier weiter. Weiter, weiter. Hier mit Anlauf eventuell. Hm. Hier müssten wir dann irgendwie stehen bleiben, um diesen letzten Sprung zu machen. Oder ist das der letzte? Nee, ist es nicht. Okay. Ich habe aber das Gefühl, dass man die meisten Sprünge hier eigentlich aus dem Stand machen könnte. Ah, könnte. Also von Screen zu Screen so, ne? Das könnte eigentlich klappen. Müssen wir ausprobieren. So, hier sind wir wieder bei unserem weißen Ross angekommen. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte... Oh, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte irgendwie drüber springen. Oh, ich weiß es nicht, was ich da wollte. Das war aber dämlich. Alter, nein. Das war... Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Da war ich mit den Gedanken schon woanders, weißt du? Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Wollt ihr ihn noch fallen sehen? Hm? Komm, mal machen. Da habe ich mich jetzt so geärgert, dass ich auf gar nichts mehr geachtet habe. Nein, 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 nein. Naja. Naja, was soll's. Entschuldigung. Kann man nichts machen. Das war meine eigene Blödheit. Das muss man einfach mal so festhalten. Da kann das Level nichts für.
Gut, wenn die Schlange nicht da gewesen wäre, hätte auch geholfen, zugegebenermaßen. Ah, es war aber unnötig. Gut. Na, komm ran. Da kann ich sogar zuhauen, wenn er noch entfernt ist, weißt du? Muss ich gar nicht irgendwie groß in die Gefahr begeben, dass er zu nah rankommt. Schien mir jetzt zumindest so. Wenn ich es gleich ausprobiere, dann wird mich das wahrscheinlich eines Besseren belehren. Hm. So, hier waren die zwei Leute. Bam. Bam. Ja, guck mal. Wir haben ihm sogar so aufs Maul gegeben, dass er sich jetzt schämt. Mhm. Da kam sogar schon die Endmusik. Entschuldigung, was ist denn los? Da war sich das Spiel selber nicht sicher, ob wir jetzt schon abgeräumt haben. Und gleich kommt die Schlange, ja. Da wollte ich einfach schon zu viel. Zu schnell zu viel. Und zack, fertig. Mhm. So, und hier etwas weiter links, da war die Pulle, ne? Jawohl. Gut. Dann können wir auch direkt zurück, weiter links. War nichts, außer natürlich die schöne Aussicht. Die ist eigentlich ganz nice. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht, Junge. So, hier auf das müssen wir noch achten. Einmal ducken, ja. Mhm. Ja, und jetzt möglichst auf den ersten Versuch. Ansonsten, wenn da erstmal die Steine runtergefallen sind, da hat man halt, wie man vielleicht gesehen hat, schlechte Chancen. So, einmal so. Jetzt eigentlich ganz gemächlich erstmal laufen, 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 springen, stehen bleiben. Jetzt würde ich nämlich vielleicht von hier aus sogar mal jumpen. Okay. Dann sollte man sich so weit links wie möglich hinstellen, oder? So weit links wie möglich und dann jumpen. Wir müssen es eh nochmal neu machen. Kann ich jetzt nochmal gucken. So, dann darüber. Vielleicht wiederum hier ganz links hinstellen, damit man sich hier hangeln kann oder so. Das wäre eigentlich optimal. Dann muss man... Ob man hier nicht sogar mit Anlauf jumpen muss, weil wenn man von hier aus abspringt, das sind dann 1, 2, 3, 4 Steine. Ich glaube, das langt nicht. Okay. Oh, vielleicht sogar mit Anlauf. Nur dann hat man hier halt ein Problem, ne? Muss man irgendwie mit Anlauf dann hier am besten direkt weiterlaufen. Ja, hier direkt weiterlaufen und dann irgendwie im richtigen Moment hier vielleicht schon abspringen, um sich hier festzuhangeln. Oh je. Weil hier im Laufen abspringen und dann wieder von hier aus abspringen, das geht, glaube ich, nicht. Da sehe ich schwarz. Oh je. Weißt du was? Die Folge ist eigentlich schon ziemlich lang. Ich glaube, ich lasse euch und mich noch ein kleines bisschen hangeln, so wie wir es hier gleich machen werden bestimmt. Mach einen kleinen Folgencut und dann gucken wir uns das nächste Mal noch an. Dann schaffen wir es bestimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht es gut und tschüss.